Okay. Ja. Sie ist tot und der Fluch ist gebannt. Wir sind frei. Wir danken euch. Was für ein Fluch. Sie hat das Tal verflucht und wir sind auf ihr Geheiß auferstanden. Wir konnten uns ihr nicht verweigern. Der Ruf, er war einfach zu mächtig. Was für ein Ruf sprecht ihr da? Ich weiß es nicht. Ich habe dafür keine Erklärung. Wir konnten dem Ruf nicht widerstehen. Ich muss jetzt gehen. Meine Heimat, das Reich der Toten, ruft mich. Lebt wohl. Gewiss. So, was hast du denn dabei gehabt? Sag, was du von mir willst. Okay, der Morgenstern sieht sehr interessant aus. Ist aber auch nur ein plus 1er Morgenstern. Also so ein, wie du schon benutzt. Stufenerhöhung. Rettungswürfe verdammt arg reduziert. ETB um 1 erhöht. 15 Lebenspunkte. Angriff wird echt so unbesiegbaren Killermaschine. Ja. Wie kann ich helfen? Es soll geschehen. So, ein paar Yeti-Pilze noch. Die sind zwar nicht mehr viel wert, aber besser als nichts. So, hier war nichts mehr drin. Dein Befehl? Gut, das heißt wieder zu Kresslack zurück. Einverstanden. Und da ist jetzt unser Schatten. Ist irgendwie so, als ob es ein Respawn So. Sofort! Einverstanden. Gewiss. Ihr seid zurückgekehrt. Habt ihr die Aufgabe erfüllt, die ich euch aufgetragen habe? Ja, die Priesterin ist tot. Ja, ich spüre ihre Anwesenheit nicht mehr. Gut gemacht. Ich danke euch. Als Lohn dürft ihr nehmen, was immer ihr in meinem Sarkophag findet. Ja, ihr habt der Kresslack erzählt, dass ihr die Sonne umgebracht habt. Ihr habt gesagt, ihr würdet besagen, wer für das Böse verantwortlich ist, das Kuldahak. Ja, das habe ich. Die Wahrheit ist, dass ich nicht weiß, wer verantwortlich ist. Ich kann euch nur versichern, dass nicht ich es bin, noch jemand sonst in diesem Tal. Wäre es anders, würde ich es spüren.
Das ist nicht die mir versprochene Antwort, Geist. Versprochen? Ich habe euch kein Versprechen gegeben, Abenteurer. Was eure Antwort betrifft, zu wissen, wo euer Feind nicht ist, ist genauso wichtig wie zu wissen, wo er ist. Denkt darüber nach. Ja, euer Tagebuch wurde aktualisiert. Wir haben Lysanne, die aurelische Priesterin, getötet und sind zu Kestak zurückgekehrt. Leider konnte der uns nur die Auskunft geben, dass weder er noch jemand anderes im Tal der Schatten etwas für das Böse konnte, das Buddha heimgesucht hat. Es sieht nur so aus, als müssen wir zurück zu Arundel und ihm dies zu berichten. Vielleicht hat er ja eine Ahnung, was wir als nächstes tun können. Also gut, Geist, lebt wohl. So, das heißt, wir dürfen seinen Sarg plündern. Zweihändiges Schwert, Bastardschwert, Plattenpanzer und Helm. Okay. Jetzt wird's schön. Den ziehst du gleich an und den passenden Helm dazu. Ja, ist gut. Du kriegst den Heiltrank. Du kriegst einen besser aussehenden Helm. Phasenbastardschwert. Beim Treffer besteht eine 15%ige Chance, dass das Zielwesen erschüttert wird. 5 Schaden in 10 Sekunden, also alle 2 Sekunden ein Schaden. Sie ist magisch, was auf jeden Fall auch schon mal gut ist. Also wir sehen einen Schaden hier. Nur der ETW halt, weil es derselbe ETW ist. Okay. Zweihändiges Schwert. Hätte ich das gewusst, hätten wir Hagrim auf zweihändige Schwerter geskillt. Egal. Stufenerhöhung. Auch alle Rettungswürfe reduziert. ETW, Hand auflegen, Trefferpunkte, das ist gut. Jo, bei dir genauso. Könnte ich mir fast überlegen, ihm den Bärentalisman wegzunehmen und ihn. Was bringt denn der noch? Rüstungsklasse, Trefferpunkte, Kälte. Ja, komm, geben wir ihm. So. Komm, benutzen wir einmal die Schrift. Kresslachs Schwert. Ja. ETW-Waffe, Kältewiderstand. Ja, das Problem ist halt einfach wirklich der ETW. Also ja, Hagrim schleppt das Ding jetzt einfach mit sich rum. Hat ja nur 12 Gewicht. So. Ja, weiter! Und ja, das Mosaik ist eine Kopie vom Mosaik am Eingang. Was ich gleich zeigen kann, was damit gemeint war. Es soll geschehen! Also zurück zu Arundel. Hat sich aber wenigstens gelohnt, was Erfahrungspunkte und Ausrüstung angeht. Es soll geschehen. Und ja, damit gemeint ist das der Abdruck hier.
So. Das heißt, wir haben das Tal der Schatten abgeschlossen. Verstanden. So, mal sehen, ist der Schatten respawned. Nein. Durch den Plattenpanzer hier haben wir eine sehr gute Rüstung. Trick hat gerade keiner einen Plattenpanzer, nur Schienenpanzer. Ja, das Kettenhemd plus 1 hat dieselbe Rüstungsklasse wie ein Schienenpanzer. Ist aber nur halb so schwer, weil es halt noch ein Kettenhemd ist, kein Schienenpanzer. So, das heißt zurück nach Kuldahar. Sofort! Und ja, jetzt sind wir halt auch an dem Punkt angekommen. Also erst einmal, du kannst das hier wieder anlegen. Sind wir halt auch an dem Punkt angekommen. Das behältst du auch mal. Verstanden. Wo wir eigentlich wertlose Sachen, also einfache Waffen, also nicht magische Waffen und auch die erstklassigen Waffen nicht mehr einsammeln sollten. Einfach. Wegen Platz. Die Lederrüstung plus 1, aber die kann nicht von ihm getragen werden. Und sie hat jetzt gerade was Besseres. Also sie hat eine 5er-Rüstung. Die ist einfach nicht für nichts mehr zu gebrauchen. Ja. Woran hast du gedacht? Sag gewiss! Wie kann ich? Einverstanden! Sofort! Du hast noch genug Schleuderkugeln, du hast auch noch genug Munition. Das erste. So, dann übernachten wir nochmal, bevor wir mit der Runde reden. 11 Tage geht unser Abenteuer schon. Es soll geschehen. Ah, nehmen wir nur Händler. So. Gewiss. Er braucht halt für sein nächstes Level Up noch einiges. Sie haben beide ungefähr gleich schnell das Level Up.
Dann ist sie schon Stufe 6. Wer der gerade mal 5 geworden ist. Und wenn sie dann Stufe 7 ist, ups, werden so die anderen auf 6 sein. Und sie vielleicht sogar noch eins höher. Wobei, nee, auch nicht ganz. Weiter! Ah, ihr seid wieder da. Was bringt ihr für Neuigkeiten? Rührt das Böse, das wir suchen aus dem Tal der Schatten.